So, da wurde ich wieder unterbrochen. Für ein paar Stunden. Jetzt neu starten, egal. Jetzt wollen die hier fliegen. Und, also fliegen fangen, schnell genug der Treppe drücken. Was nicht so leicht ist. Aber ich bin gerade gar nicht sicher. Was ist? Was ist das denn für. In der Mitte, was ist das denn? Was könnte das sein? Ich will mich gerade mal angucken. Eher links vorne ist A. Der hinten links ist links. Der rechts ist rechts. Was ist der in der Mitte? Der ist unten wahrscheinlich. Ja, es leuchtet, aber ich weiß nicht, gut, ne? Ich glaube, schick es hin. Nee, was ist ab? Der ist links dann, ja. Der ist noch links. Und dann hab ich irgendwas falsch gemacht. Dann sehe ich halt. Ich stehe schnell, aber es ist immer dasselbe, es kann nicht mehr. Ah, da. Dann A. Krieg ich schön. Und dann? Ich hab nichts gesehen. Ich stand was in der hinten. Ich guck jetzt mit oben. Das war schon langsam, boah, das war mega schnell sein. Die sind auch schon, aber links sind nicht. Mann! Das ist ein blödes, das ist ein ganz blödes. Das ist die falsche. Ich meine, muss ich dann mit die Schlimm überhaupt erst. Was war da so gekommen? Komm, bitte langsam. Das nervt mich langsam ein bisschen. Das ist nicht so leicht. Guck mal. Dumm. Ich bin schon voll auf dem Tag. Moment. Ich werde einmal kurz zögern. Wenn ihr Millisekunde, dann ist es zu spät. Sollte falsch lassen, ne? Irgendwie geht nicht. Das ist nämlich ein Ort, wo der Kuse hier ist. So blöd, ey. Da war das schon mal ganz gut. Steiger mich wieder. Da hab ich mich schon wieder. Dann kannst du auch A und unten, okay. Ja, das war jetzt so. Ja, die vier Noten sollen da noch kommen. Vor allem, wenn man schnell sein muss, ist das richtig unschön. War schon ein bisschen früh, ich dachte, da kommt schon der nächste. So lange geht's leider, ich hab's versuchen wollen, ich bin in den Ziel, aber leider nicht. Das war A dann, das ist ja unfair, das ist blöd. Das ist richtig. Ah, das kann doch alles drin, das ist neu gespult. Das dauert zu lang. Junge, das war genial. Perfekt. Wir platzen gleich. Das hier ist doch genug als Dank, oder nicht? Ja, das passt. Vorletzte Herzteil von allen. Das war richtig dumm. Bis man da mal rausfindet, was man drücken muss. Das war nicht so schön. Jetzt holen wir uns das letzte Herzteil. Dann haben wir den ganzen Kram hinter uns. Sollte doch kein Problem sein. Jetzt zum letzten Mal in Zerras Reich. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich nochmal herkommen muss. Aber ich habe halt ein Herzteil übersehen oder einfach zur Seite geschoben. Für später. Für jetzt. Für die Herzteilsuche. Nochmal den romantischen Wasserfalldurchgang erleben. Zum letzten Mal. Und nochmal den Wolf holen. Hören. So, jetzt, wie ging das denn? Hier irgendwo konnte man Fackeln entzünden. Und das. Darum ging es dann halt. Da ist eine Fackel, da ist eine Fackel 2. Sind das alle Fackeln? Da noch 2. Und hier? Hier ist keine mehr. Scheint nur 4 Fackeln zu geben. Ist ja einfach. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Zum einen mal das ausrüsten und dann noch das. Dann schnell genug sein, denn die gehen ja normalerweise aus. Und
weh, da ist noch irgendwo einen Thron, soll ich anzünden muss. Das wäre übel. Hätte ich jetzt nicht vorher mitnehmen können, egal. Ich wusste nicht, dass ich da laufen kann. Ich dachte, ich würde dann das Feuer löschen, wenn ich schwimme. Aber es wäre ja so gegangen. Und jetzt? Suche ich noch eine Fackel. Die vielleicht. Ah. Ja. Toll, was ist jetzt passiert? Ich habe irgendwie keine Truhe erscheinen sehen. Sehr seltsam. Vielleicht hinter dem Wasserfall. Die Zeit wird einfach nicht gereicht haben, vermute ich mal. Dann mache ich das jetzt von der anderen Seite aus. Ich fange oben an und arbeite mich runter. Das ist wahrscheinlich der Trick daran. Dum dum dum. Ach, die ist sogar angeblieben. Dann habe ich das wohl von Anfang an irgendwie falsch gemacht. Ich hätte die zuerst entzünden sollen. So eine Standardfackel, die nie löschbar ist. Im Gegensatz zu diesen temporären Fackeln hier. Fackelhalter oder wie auch immer. Da habe ich beinahe die eine nicht getroffen. So passt das dann. Da haben wir womöglich unser letztes Herz da. Juhu. Ja, jetzt geht's zum Schloss. Der Tag der Unterbrechung ist das heute. Egal, wir sind jetzt voll Herzen, 20 Herzteile, Herzcontainer, mehr geht nicht. Mehr gibt's nicht. Zum letzten Mal nun werden wir erwachsen und gehen nun endlich zum Showdown. Oh yeah. Wir haben so lange darauf gewartet und er hat das Masterschwert in Händen gehalten und plötzlich habe ich jetzt hier das Langschwert. Ich würde ja gerne wissen, wo er die ganze Ausrüstung verstaut. Also ich sehe da keine ausgebeulten Beutel an ihm irgendwie rumhängen. Keine Ahnung. Das Masterschwert lässt sich scheinbar auch irgendwie einklappen und in den Stiefel irgendwie reinlegen, als was ich. Das klingt irgendwie komisch, aber wie soll das sonst machen? Irgendwo muss ja die ganze Ausrüstung auch sein. So, lass mich bloß in Ruhe, ich will nur hier durch zum Schloss. Zum Schloss. Die Skulptulle, da habe ich schon geholt vor einer Weile, die brauche ich eh nicht mehr, ich habe ja schon alle 100. Also, hier rüber. Und? Wie komme ich jetzt hier rüber? Sim, hörst du mich? Hier spricht Rauro. Die sechs Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal von Ganondorfs Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von sechs Siegeln des Bösen blockiert. Brich die Siegel, dring in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Klare Anweisung. Wenn schon der Befehl so klar ist, dann kann die Durchführung ja eigentlich gar keine Probleme bereiten. Dann muss das ja alles reibungslos ablaufen. Mal sehen. Hm, hält das auch wirklich? Link guckt da rein wie irgendwie ein bekiffter Typ. So, hier an der Seite, da gibt es meines Wissens nichts. Deswegen gehen wir einfach direkt rein und speichern. Und hier fange ich dann im nächsten Video an. Also bis dahin.